Wie schon in den Vorjahren war ich beim Fränkischen Schweiz-Marathon 4:45 Zugläufer. Der Tag davor. Vorbereitungen der Zugläufer am großen Lauftag. Die müsste irgendwo am Start. So, der Startschuss ist schon gefallen, aber es bewegt sich trotzdem noch nichts. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich läuft jetzt gerade Elite weg. Dem Hannes Lüxel, dem Mauer Hannes mit seiner Partnerin. Nachher nicht mehr. Vorsicht, Paparazzi. Alex hat erst kürzlich eine Laufanalyse hinter sich gebracht. Man sieht ganz deutlich jetzt, wie elegant er läuft. Fahrt ihr da mit dem Radl die ganze Strecke mit? Sind noch alle fit? Ja. Rein! Am Gasseldorfer Berg. Es ist schon richtig heiß. Wegen der großen Hitze müssen Gottfried und ich als Zugläufer umdisponieren. Er läuft weiterhin die 4:45, wenn ich den Lumpensammler ab nun spiele. Lauf mit! Ganz langsam, komm! Komm, lauf mit! Wir machen ganz langsam! Das macht nichts, die Petra. Doch, recht! Schau, die Petra kommt noch mit. Wir machen jetzt auf ganz langsam. Das schaffst. Wir laufen keine 4:45, einfach auf durchkommen. Da wir so langsam sind, holt uns bald der 5-Stunden-Zugläufer ein. Der liebe Alex macht Hektik, ist 5 Stunden Zugläufer. Ja, er hat einen halben oder 5 Minuten im Rückstand, jetzt immer noch über eine Minute. Und ja, er will sich ja nicht als Team Bittl-Zugläufer blamieren. Ne? Ach so. Das wollen wir ja alles nicht. Ist erstmal der Ruf ruiniert, lieber Alex. So schaut es aus, meine ist dann, dann lebt sich völlig ungeniert. Ja, der Elvin hat mich schon ganz böse angeguckt, so eine Begegnung. Also er will jetzt unbedingt den 4:45er Zugläufer zeigen. Er will ihn überholen. Kann ich als 4:45 Zugläufer eigentlich nicht dulden. Du hast leicht reden, ne? Du hast noch 2 vor dir, wo die Zeit machen. Und ich, wahrscheinlich, ich bin der, wo die 5 Zeit machen muss. Und ich darf jetzt danach dann sprinten, den Kilometer so in 4:30 laufen, dass ich noch in der Bittl? Zeit bleibe. Ja, Team Bittl ist uns nächstes Jahr nicht so dabei, wenn die Zugläufer alle vergeichtern. Ja, das können wir nicht bringen. Ja, was sagst denn du dazu? Der überholt da einfach den 4:45 Zugläufer. Ja, also, unmöglich, unmöglich. Das geht doch nicht, oder? Meld es einmal den Erwin, meld es einmal den Erwin und dann wird er disqualifiziert. 5 Stunden, Leute. Hallo Sachsmühle, hallo alle Leute hier, ihr Fahrrad vor. Ihr könnt nur Fahrrad vor, macht wunderlich. Stimmung hier. Der abtrünnige Sohn. Ab da vorne 1295 Meter.
So einer will aussteigen, dann rennt er rückwärts schneller als uns eins. Ja, ein Filmen geht auch. Thomas hat begeistert als Zugläufer. Wie ihr seht, hat man mit den Zugläufern des Team Biddles viel Spaß. Kommt daher auch nächstes Jahr zum Fränkischen Schweiz-Marathon.